eine Hetzseite im Netz gegen Weldon Holt, den Bürgermeister. Naja, vorläufigen Bürgermeister. Oder wie auch immer, es ist ja bald Wahl. Oh Mann, Politik. Wie Schlammkettchen, nur nicht so sexy. Egal. Mein Kunde will, dass diese Seite für immer im Cyberspace verschwindet. Im Anhang sind noch mehr Infos. Die Nachricht werden wir natürlich lesen. Und herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Aufnahme starten und sofort einen Anruf kriegen, hatten wir ja schon ein paar Mal. Da haben wir es gerade wieder gehabt. Und schauen wir mal, ob wir es denn annehmen gleich. Sabotage, Ziel, Propagandamaschinerie gegen Weldon Holt zerstören. Ort, Garage, Oak Street. Details. Politik. Das Einzige, das Dreckige, als die Schlüpfer im Lick sind. Wenigstens sagen Konzerne dir normalerweise am Ende doch noch ins Gesicht, dass sie dich fertig machen wollen. Das aufgesetzte Lächeln, die unmöglichen Versprechen, das schamlose Anbiedern, alles Vorspiel, bis sie dich in den Arsch ficken und sich selbst dafür mit Edis von deinem Grätsche bezahlen. Das liegt in ihrer Natur. Und das was liegt in unserer? Alle mögliche Scheiße hochjagen. So einen Auftrag habe ich diesmal für dich. Sixth Street sind richtig geil auf Jefferson Perales. Deshalb haben sie Server, die Anti-Holt-Propaganda raushauen. Die sehen in Perales eine Art Abraham Lincoln für Night City. Ja, die werden wir direkt sympathisch, Sixth Street, ja? Weil die Perales, wisst ihr es ja vielleicht noch, den haben wir ja geholfen. Ein paar Mal, da waren ja einige Folgequests. Der die Stadt mit NUSA oder NUSA, wie auch immer ihr das aussprechen wollt, vielleicht wie New USA, ja? Also NUSA vereinen wird. Naive Vollpfosten. Also, mein Klient will, dass du die Propagandamaschinerie der Sixth Street zerstörst. Easy peasy, oder? Mission verfolgen, und zwar ist es gleich hier, ne? Der dritte Garage. Auftrag Fehler 404. Geil. Geil, wie das, auch nicht wie er heißt. Und wir sind da mit in unseren geilen neuen Wagen, den wir bekommen haben, weil wir in einer Nebenquest jemandem geholfen haben. Also raus aus der Karre. Speichern natürlich. Dann machen wir zu, dass uns da keiner am Nerv geht. Ernsthaft. Haben wir den jetzt sorgen irgendwo? Ja, im Schrank. Ja, das war einer von Sixth Street. Speichern wir mal kurz und da schauen wir kurz in den Computer rein, was da gibt. Stromausfall! Ich kann keine verkackten Wunder vollbringen. Ich hab dir doch gesagt, eure Infrastruktur packt die Spannung nicht. Mein Gott, Zack, das ist Militech, erstklassiger Scheiß für den Militäreinsatz. Das ist so vernetzt, dass niemand durch einen Millisecond Lag in Stücke gesprengt wird. Deren Maschinen müssen fressen und sie haben einen Mordsappetit. Ich habe so viel Strom wie möglich zur Garage 66 umgeleitet, aber ohne mehr Generatoren sind wir die Hände gebunden. Entweder besorgst du mir welche oder du nimmst nicht mehr Stromausfälle, nimmst noch mehr Stromausfälle in Kauf, so dass es rausbringt, nicht? Loyale Anhänger und besorgte Bürgerinnen. Sorry. Hallo Team Perales. Ich bin ein riesiger Pfeffer-Fan. Kann euch versichern, dass seine Worte die Ohren und die Herzen der Wähler erreichen. Der Wahlkampf, den ihr im Netz vertreibt, ist wirklich mitreißend. So viel Begeisterung habe ich bisher noch nie für einen Kandidaten aufgebracht. Besonders eure Wahlkampfseite ist spitze. Macht weiter so. Ein bisschen Kritik muss ich aber doch loswerden. In letzter Zeit werden unsere Kinder zunehmend durch die Verbreitung von Schund und Schmutz an den Schulen bedroht.
In eurem Wahlprogramm finde ich dazu weder einen Lösungsansatz noch eine Stellungnahme. Dieses Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen und ich wäre überaus dankbar, wenn ihr meine Nachricht an Mr. Perales weiterleiten könntet. Um genau zu sein, würde ich gerne wissen, was er gegen die Welle an illegalen Schwarzmarkt-Braindances unternehmen will, die über unsere Schulen hereinbricht. Unsere Kinder sind alle möglichen widerlichen und verdorbenen Material ausgesetzt und das in einem Alter, das prägend in ihrer Entwicklung zu ehrbaren Bürgern ist. Da kann man parallel zu heute ziehen, ne? Da haben die kleinen Kindergarten und Volksschulkinder schon die Tablets und die Handys in der Hand, ne? Den ganzen Tag. Also die Verblödung beginnt ja jetzt schon, ne? Ich habe mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt und weiß, dass die suchterzeugende Wirkungen von PDs bei Jugendlichen reicht, manchmal ein einziger PD, um sie abhängig zu machen, wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Wir als Kollektiv müssen jetzt handeln. Wir brauchen einen Bürgermeister, der an die Kinder denkt, bevor sie zu Erwachsenen heranwachsen, die diese Stadt mit neurotischen, triebgesteuerten, hyperaggressiven Tieren bevölkern. Hochachtungsvoll, Kristen Lynch, Night City's größter Chefferfan. Ich brauche Ihre Hilfe. Verehrter guter Samariter, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Mein Name ist. Also, das kennen wir schon. Ich habe kürzlich meine Arbeit im Vermögensberatung verloren, bla bla bla. Das kennen wir schon, das ist dieses bla bla. Schauen wir da ganz kurz um. Mal hinein. Okay. Sergeant 6th Street. Komm, da sind aber ein paar da. Okay, na, pass auf, schauen wir weiter. Das ist vorne, das ist nix. Und das ist hinten. Na, bumm. Da werden wir vielleicht doch dann die auch markieren, ne? Na gut. Ausschalten. Die Musik ist traumhaft. Jetzt ja auch wie, weiß ich nicht, das hätte einer eine eiernde Kreissagel aufgenommen, ne? Passt auf, was müssen wir machen? Wir werden uns jetzt einfach mal ein bisschen kurz die Gegend auskundschaften. Weil vielleicht kann man da irgendwie anders auch rein. Kann man da aufhören mit dem Doppeljump? Wahrscheinlich nicht, ne? Ein bisschen hoch, ne? Oh! Ja, ist doch ein bisschen zu hoch. Aber vielleicht von hier. Hahaha. Der steht auf. Klimaanlage. Da ist eine Garage, da könnte man hinein. Aber hier haben wir das abgedreht. Hoppa, das wollte ich nicht. Brauchen wir nicht markieren. Gibt's denn so ein?
Er ist da durch jetzt eh recht gut versteckt. So. Garage 66. Ja, schön. Aha. Da können wir nichts machen. Also ich nehme aber auch an, es wird keine geschlossene Garage sein. Ne? Ja. Ich war jetzt gerade ein bisschen leise, aber beim Schleichen, ich bin da so konzentriert. Ich will es ja nicht verkacken. Ich hab's dir doch gesagt, an Militech zu verkaufen würde sich auszahlen. Militech kann man nicht einfach kaufen. Scheiße, du bist noch gleich überall die Homes, die Homes wählen. Wäre ich du, würde ich jetzt losrennen. Wohin denn? Also die wollen jetzt wirklich Action haben? Na gut. Es wird heiß! Weißt du genau, wo ich bin, das Ding? Ich fühle deinen Atem im Nacken. Ich spüre deinen Atem im Nacken. Wir hatten uns da jetzt gesehen. Was war das? Komm schon, ich mach's doch schnell! Ich auch. Au. Noch einer hin. Du bist dran, Arschloch. Ja. Du Acker. Was war das? Das ist das Beste. Zuerst, du bist dran, Arschloch. Was war das? Jawohl, und jetzt machen wir ein bisschen raus. Hey, ich bin dir nicht böse. Komm schon raus. Ja, ich bin dir auch nicht böse. Jetzt werden wir ein bisschen Rambo spielen. Für was kennen wir das? Und es ist ja geil, wenn man diese Waffe, diese Dinger da benutzen kann. Jetzt benutzen wir es auch einmal. Ich komm gleich zu dir. Bleib einfach nur stehen. Bin gleich da. Hä? Hey, ich bin dir nicht böse. Ah. Ah.
mich persönlich. Ja, bitte darum. Aber ich habe noch Zeit zum Looten, ne? So persönlich und schnell wie du das machst, ne? Was ist schon wieder so ein kleiner Blitzerboy, oder was? Ja! Ja, das tut auch nicht gut, ne? Ja, der Typ hat jetzt auch Ruhe sein. Schau dich, wie die... Es ist schwerer, als man glaubt, so an der Wand hockeln, honest. Der habe ich die Hände weggeschossen, ein paar. Upsi. So ein brutales Spiel, aber auch. Könnte man sorgen, dass auf das pfeifen wir jetzt aber, glaube ich, oder? Wenn ich dann jeden deppen, muss ich nicht in eine Tonne reinhauen. Ne? So, hat mich sehr gefreut. Danke sehr. Geiles Teil. Das werden wir uns dann auch mal kurz einmal durchlesen. Na gut, okay, das ist jetzt auch nichts Aufregendes zum Lesen. Das ist Malware installieren. Wir nageln ein Arschloch an die Wand und schon ist ein neues da. Politik ist doch immer dasselbe. Mhm. Sorry, Johnny. Ich habe jetzt echt keine Zeit für deine kleine Anarcho-Revolution. Ach ja? Wäre jedenfalls leichter, als die Köpfe von einer Hydra abzuschlagen. Diese Stadt könnte echt noch eine Bombe vertragen. Verlasse das Gebiet, na gut. Was? Super V! Super V! Ich habe gehört, dass unser Virus in den Servern eingeschlagen ist wie ein verdammter Asteroid. Danke dir und Auftrag erledigt. Ja, rüber mit Silber, ne? Oder wie sagt man so schön? 4360 ist aber nicht aufregend. Oh, schauen wir da noch hinein. Nix, gut. Und au! Oh. Na Bumme, da haben wir uns jetzt auch die Schneidezahnradeln ausgehört, ne? So. Ja. Gut, Auto rufen. Jawohl, da ist ja unser neues Auto. Schaut schon gierig aus, oder? Und wir werden uns zuerst natürlich kurz anschauen, wo wir jetzt da als nächstes hingehen, um einen Auftrag zu machen. Da gibt es ja noch ein bisschen viel, würde ich sagen, ne? Also ich glaube, Fahrt wird es uns nicht. Da haben wir noch so einige Aufträge zu erledigen, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen, aber das macht ja nichts. Das ist ja das Schöne, dass da so viel zum Tun gibt. Und somit kann man es geschwind durchspielen, indem du halt wirklich sagst, ich mache halt hauptsächlich die Hauptquest. Oder man nimmt sich die Zeit, schaut sich alles schön an, macht Nebenquests. Die Nebenquests sind irrsinnig geil gemacht teilweise. Oder haben dann auch Folgequests. Also. Okay, da kann man einen Drift entleiten, nur mit Gas spielen. Also, das ist etwas stärker, das Waage. Das ist aggressiv. Gut, da sind wir. Wird sicher gleich das Telefon läuten.
Alte Kaldos, hä? Hela? Leg mich in den Sockel! Dich kenne ich doch! Hab dich im alten Kaldo-Lager gesehen! Wie? Richtig? 100 Punkte. Oh. Hat dich jemand von der Familie geschickt? Mich hat niemand geschickt. Bin zufällig hier. Warum? Gibt's einen Grund, warum ich hier sein sollte? Carol und Cass sind hier, um einen Deal mit den Scavengers zu machen. Wir haben Cyberware für sie aufgetrieben. Und? Und sie sind schon eine Ewigkeit weg. Irgendwas stimmt da nicht. Ich gehe mal nachsehen, ob alles okay ist. Warte mal. Naja, sie könnten mächtig angepisst sein wegen... Oh. Pass einfach hier auf. Geil. Gun Music. Oh yeah. Speichern. Ich möchte kurz auch schauen, wir haben ja ein Level-Up gehabt. Das werden wir natürlich... Und zwei Vorteilspunkte. Holla de Waldfin, das ist ja richtig nett. Was haben wir da Schönes? Gesundheitspunkte. Ausnahme. Schauen wir, es fand ich mit um 3 erhöht. Dann haben wir schon mehr. Abzug. Coolness. Kampfmaschine. Überlege ich, ob ich es nicht lieber da eine gebe. Ja. Oh. Leichte Maschinengewehre, das ist das, was wir fast die ganze Zeit verwenden, Leute. Das wisst ihr euch eh bewusst, ne? Und bei Reflexe haben wir das in Handfeuerwaffen ja auch schon einiges drin. Was ist das, Orges? Nach einem Kopfschuss mit einer Pistole oder Revolver wird die kritische Trefferchance um 7% erhöht. Oh. 20. Da müsste man noch 2 reingeben. Was ist das, Orges? Nach einer Notiz eines Gegners ist die Schussrate... Na, das Schussrate interessiert mich gar nicht. Da das Schießen mit Pistolen und Revolver beim Ausweichen. Pff, wurscht. Letzte Kugel. Ich bin ein alter Nachladefreak. Also ich lade meistens zu oft nach, also wird es zu wenig. Gliedmaßen, auf die ich schieße eigentlich mit dem Revolver nur im Kopf. Besonders wollen also schneller ziehen, ist mir wurscht. Ist es eine Trefferchance mit Pistolen und Revolvern um 4%? Machen wir 6 draus. Der Wolf begegnet eine Gesundheit und hat 25% legt. Nach dem Kopfschuss uns meistens gleich. So. Den Schaden, okay, das ist nix. Dann werden wir das wirklich, glaube ich, fast. Da reingeben. Das heißt in Konstitution. Und da gehen wir auf auch hat man auch noch eigentlich. Dann für unsere lustigen Faustkamperl, ne? Dein Bewegungstempo bei der Benutzung von Schrotflinten und Leichtmaschinengewehren erhöht sich zu Beginn eines Kampfes 10 Sekunden lang um 20%. Auch nicht schlecht. Und das dann noch kombiniert mit Sande Vistan. Das Verstümmeln von Gegnern mit Schrotflinten und leichten Maschinengewehren erhöht die Schussrate 8 Sekunden lang um 10%. Mehr Schaden. Das nehme ich. So, ist gekauft. Danke. Dauert immer ein bisschen. Ich mache da nicht irgendein Bild nach, wo ich ja Seiten offen habe und da irgendwas nachbaue, was es schon gibt. Wir spielen unseren eigenen Stil. So, wie es Spaß macht. Dadurch muss man natürlich sehr ein bisschen alles durchlesen hin und wieder. Und ich mache das nicht alles nur offscreen. Es soll jetzt auch was ein bisschen... mitsehen, ein bisschen schauen, was da so gibt. Die Frage ist halt jetzt... Eieieiei. Nehmen wir dann die oder die Smartwaffe?
Wir könnten es ja dann einfach einmal mit der probieren, okay? Schauen wir, was da auf uns jetzt zukommt. Speichern. Du hast bekommen, was du wolltest. Wo ist dein Problem? Entschuldige die Störung. Alles in Ordnung? Ist der Deal im Kasten? Wie? Was machst du hier? Wie ist das? Wollte mal kurz vorbeischauen. Checken, ob hier alles sauber abläuft. Ich habe gefragt, wer das ist. Man nennt mich Wie. Interessiert mich einen furchten Fick, wie man dich nennt. Was siehst du hier ab? Willst du uns etwa Angst machen? Gute mal runter. Der gehört zu uns. Kannst du verfickt nochmal bis drei zählen? Eins, zwei, drei! So viele solltet ihr sein! Und ein Haufen Geld sollte auch hier sein. Sehen tue ich allerdings keins. Wie wär's, wenn wir hier zum Abschluss kommen, Roman? Ich ziehe auch 10% ab, weil wir zu spät waren. 20. 15. Von mir aus, damit endlich Ruhe ist, ich gebe dir die Sieg für die Eddies. Bist du jetzt völlig durchgeknallt, Wie? Was machst du hier? Den Scavs kann man nicht trauen. Deals mit denen gehen immer schief. Lass die Belehrungen, Wie. Wir kennen das Risiko. Ja, merkt man, ja. Wir brauchen die Eddies. Und zwar dringend. Schnauze jetzt. Das könnt ihr später ausdiskutieren. Lustig. Konnte deine Fresse von Anfang an nicht leiden. Jetzt weiß ich auch warum. Hast uns aus Wurzeln verjagt. Sandra Dorset. Dachtest, das hätten wir vergessen. Hm? Wir sind hier fertig. An deiner Stelle würde ich mal gut nachdenken, was du jetzt machst. Du hast recht. Ich war es, der deine Chumbas in Watson fertig gemacht hat. War übrigens ein Kinderspiel. Genau wie diesmal. Oder glaubst du, du bist im Vorteil, weil du uns umstellt hast? Sieh mich mal gut an. Siehst du die Implantate? Ich reiß dich in Fetzen, bevor du den Abzug drücken kannst. Ich weiß es und du weißt es. Gebt ihnen die Eddies! Habt ihr Scheiße in den Ohren? Gebt ihnen die Eddies! Das war's noch nicht, Wichser. Ich hab schon ein paar harte Typen gesehen. Also, ich glaub, das schießt nicht. Was du da eben abgezogen hast, das toppt alles. Ehrlich. In Zeitlupe, naja, das ist so baff, dass die Zeit so verlangsamt. Danke, Wie. Das war echt eine Nummer. Mhm. Denen hast du es ordentlich gegeben. Ja, jetzt schau wieder, der macht den Moonwalk. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Wir auch nicht. Verlass dich drauf. Vielen Dank für alles, Wie. Und bis bald. Bitte gerne. Wenn wir dir auch noch quatschen. Ist ja genau wurscht. Gut, passt. War aber geil, oder? Schau mal, gibt's noch was in der Nähe? Wie gibt es im Dewdrop Inn? Aua, danke. Aber wenigstens hat er noch gehupt, wie er uns niedergefahren hat, ne? Der, dem wir gerade geholfen haben. War nicht schlecht. Fahren wir natürlich mit unserer geilen Karre hier, logisch, ne? Na, habe ich der fliegt ein bisschen gar total ab. Hoppa. Dezent aggressiv zum Freundeswagel. Ne, ich fahre jetzt auch gerade auch mit der Tastatur. Das ist also mit dem Gamepad wesentlich angenehmer zum Fahren. Da stellen wir uns schon her. So, jawohl. Dass es nicht aufs Auto regnet, ne? Weil es regnen anfängt, also. Ja, das sind zwei Sachen, gell? Zack, zack. Dann machen wir jetzt erst einmal das. Speichern.
Was auch immer das sein mag. Also das ist da drin, oder wie? Ernsthafte Nebenwirkungen. Entschuldigung. Oh, sorry. War gerade woanders. Hm. Willkommen im Dewdrop-In, wo jeder Tag mit einem Lächeln beginnt. Hallo. Ziemlich ruhiger Laden hier. Entspannt. Findest du? Das verdanken wir sicher Sixth Street. Wenn irgendjemand unsere Gäste belästigt, sorgen die für Ruhe. Oh, shit. Du bist kein Bulle, oder? Ganz im Gegenteil. Okay, gut. Ich soll nämlich nicht mit Bullen reden. Ich wollte mich hier mit wem treffen. Booker Updike. Okay. Und? Ist er hier? Weiß nicht. Ich bin nur die Vertretung für meine beste Freundin. Die ist krank. Krieg ich spontan noch ein Zimmer? Moment, ich guck mal. Ein Zimmer im Erdgeschoss wäre frei. Ist das okay? Das nehme ich. Und man 50er können wir uns das schon leisten. Wir haben ein bisschen was. Das ist Zimmer 106. Nova. Moment, ich muss noch das hier vorlesen. Dewdrop-In übernimmt keinerlei Verantwortung für Sachbeschädigung oder die Gesundheit der Gäste. Wir behalten uns vor, Gäste, falls notwendig, des Gebäudes zu verweisen. Schönen Aufenthalt. Danke. Fühl mich wie zu Hause. Ja. Oh, was für ein Saustall. Sogar schlimmer als deine Bude. Ha, ha. Erstickt, würde ich sagen. Wahrscheinlich im Schlaf. Ein gewaltfreier Tod in dieser Stadt? Dann wäre er ein Glückspilz. Aha. Oh, ich muss kotzen. Riechst du das? Die Belüftung. Dämpfe aus dem Raum oben drüber. Moment mal, ist das nicht... Oh, Neoamphetamine. Willst du mir echt verklickern, du könntest Drogen so leicht erschnuppern? Wie ein Polizeihund? Polizeihund? Nein. Wie ein Sommelier. Ach, er ist der Beste. Lass uns oben mal nachsehen. Ich denke, unser Ripper hebt seine Vorräte da auf. Irgendwo, bei einem Entlüftungsschlitz. Hey, arbeitest du hier? Nee, ich genieße nur die tolle Aussicht. Ich hab nett gefragt, aber ich kann auch ganz anders. Okay, schon gut, reg dich ab, okay? Ja, ich bin so eine Art Hausmeister hier. Klempner, Elektriker, alles Mögliche. Na wunderbar. Na, was haben wir da? Die zwei. Wann soll ich an? Und da Innocenti Zaitsev. Ja, da zwei Leiberdebatte da, hä? Ja gut, die sind schwer beschäftigt. Und ein bisschen zu, die zwei. Ich will dich nicht stören. Waschkuchen? Da geht's aus, sagt er. Sehr gut. Sehr gut. Dann hüpfen wir mal hinauf. Aha. Kopfschützenmunition, was ist da? Was haben wir da? So, da schauen wir ganz kurz einmal jetzt da. Der Deal steht von Kinnan Void. Okay, die 5% gehören dir. Wir bringen die Ausrüstung morgen Abend vorbei. Denk dran, deine Putzleute zu sagen, dass sie die Fresse halten sollen. Wir bleiben ein, zwei Monate. Zu lang ist nicht gut. Wenn du fertig bist, renovierst du das Zimmer.
als wären wir nie da gewesen. Gib dir sogar eine 5-Sterne-Bewertung als Bonus. Okay, wir machen es so. Du ziehst eins höher in Zimmer 203 um und nimmst deinen Kram mit nach oben. Der Folgegast hat wie ein verdammtes Schwein gelebt, also kann ich das Zimmer gerade sowieso nicht vermieten. Aber ich habe Bedingungen. Erstens, du verkaufst dein Zeug nicht an andere Modellgäste. Zweitens, keine Schießereien auf dem Grundstück. Und drittens, ich kriege von jedem Deal 5%. Beschwerde. Guten Morgen. Ich weiß, das Dewdrop Inn ist ein günstiges Motel. Und ich habe meine Erwartungen dementsprechend heruntergeschraubt, aber was hier vor sich geht, ist jenseits von Gut und Böse. Der ständige Lärm aus dem zweiten Stock hält mich die ganze Nacht wach. Die Dünste im Flur verätzt mir Kehle und Augen und auf dem Parkplatz lungen von früh bis spät Junkies herum. Ich war geduldig und habe versucht, Verständnis zu zeigen, aber jetzt ist das Maß voll. Ich verlange eine Rückerstattung. Zahlen Sie mein gesamtes Geld zurück oder Sie hören von meinem Anwalt. Vikram Dixit. Hat da Gästeliste, na schau. Ja, natürlich ans freie Booker Abteig. Das war Isabel Nunes. Zur Abwechslung haben wir wieder mal ein Escape Druck statt C. Schade, können wir noch nicht rein. Also, es ist eigentlich schon geil, wenn wir das hoch haben. Können wir auch nicht reinschauen. Schade, ein Punkt fehlt uns noch. Wir haben noch eine Stunde hier, oder? Bitte nicht stören. Wir sollten uns kennenlernen. Na, so tut man nicht. Bitte macht's weiter. Viel Spaß. Jemanden. Bitte geh einfach. Von Feier wahrscheinlich, ne? Na gut, mehr sagt's nicht, ne? Dann gehen wir halt. Können wir da rauf? Was war das? Hier sind Soldaten am Boden! Was habt's festgenagelt? Wie habt's festgenagelt? Ich hätte mich gefreut, hätte er mich festgenagelt, ne? Ich
Gar nicht so schlecht mit den Fernrohren, mit Schalldämpfer, ne? Ist noch wer da? Holla. Dry-Layer Golden Age Composite Motorradjacke, bist du, aber das ist ja richtig spacey. Komm schon raus, beenden wir die Sache! Ja, warte ein bisschen, ich bin ja gerade erst reingekommen, ne? Petersäure, kein Schutzweste, Euro-Dollares. Jetzt verlassen wir das noch nicht, jetzt schauen wir da kurz rein. Geil, oder? Hey, habt ihr Petersäure, aber der Ripper ist uns auf der Spur. Bin in einer Stunde da, wir treffen uns am Hintereingang und sehen, ob die Luft rein ist. Bedingungen, das haben wir schon gelesen. Bliblablups. Jo. Oh, ich hab C gedrückt. Das ist einmal ganz was Neues, ne? Fürchtest du dich schon? Ich komme! Ah, na komm bitte. Ich fürchte mich schon. Was wird er sich wohl für einen Braindance anschauen, ne? Der kleine Lustmolch. Geiles Ding, die Wumme. Also die gefällt mir echt gut. Was? Wie heißt die? Die Ajax. Haben wir die eigentlich? Haben wir die? Kennen wir die? Na, können wir gar nicht. Die ist echt nicht schlecht. Gefällt mir recht gut. Schauen wir mal, ob wir das Schema irgendwo kriegen. Aber vielleicht können wir sie ein bisschen upgraden. So, Upgrade. Quatsch. Quatsch. Blockiert. Da können wir noch das auch noch eine, weil es wurscht ist. Was haben wir da? 2,5. Und. Wird da schon Schaden um 6, wurscht. Wenn wir es leiden, kriegen wir es eh wieder zurück. Geiles Ding. Das machen wir natürlich noch in der Folge, dass wir das jetzt abgeben. Ich tu, will ich jetzt losrennen. Na, das war eigentlich eine Herausforderung, dass ich wieder zurückgehe, ne? Wo war denn das? Wen ist der? Wäre ich du? Was ist, wäre ich du? Endlicher Ruhe. Abgetragene Six Street. So, danke. So ein lästiger Typ. Brauchst du eh nicht, ne? Tust du nur weh damit. So, auf zum Übergabeort. Was, Figaro oder Masingo? Deine Mutter. Ach, geilig, ich stehe auf der. Ich soll das jetzt machen, deine Mutter. Aber ja. Na schön. Was hat er geschrieben? Element.
Wie viele Element haben wir denn da eigentlich? Element. Verstecken Sie sich unter dem Eis oder hinter dem Feuer? Ich habe einen Anführer gefunden. Soll ich ihn verbrennen oder? Sagt. Ja. Jetzt gehen wir jetzt noch schnell ab, Leute. Missionsitem hinterlegen. Jawohl. Na schon. Also wie, du hast die Betasäure? Gute Arbeit. Und du kriegst 10 Bonuspunkte, weil du das Rätsel um Bukas Tod lösen konntest. Sauber gemacht, wie. Meine Dankbarkeit landet auf deinem Konto. Ja, los schon. Die 8, okay. Ist okay. Leute, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Cyberpunk 2077 und wenn wir uns die nächsten Nebenmissionen krallen. Bis dahin, tschüssi und baba.